Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Kiss and Crime, Zeugen-Kuss-Programm von Eva Völler mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Es ist der erste Band einer Reihe, endet aber nicht mit einem Cliffhanger. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Kiss and Crime, Zeugen-Kuss-Programm von Eva Völler mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und ich bin gespannt, was ihr so zu meiner Rezension sagt. Also das ist das Cover, seht ihr das? Es glitzert so ein bisschen. Der Rücken. Und der Klappentext. Emmy hat es schon schwer genug. Sie steht kurz vor dem Abi und ihre Mutter hat mal wieder irgendeinen Typen angeschleppt, den sie für ihre ganz große Liebe hält. Wenigstens findet ihre liebesromanschreibende Omi Jonas genauso doof wie Emmy. Leider stellt sich dann aber heraus, dass Jonas nicht einfach bloß ein schmieriger Idiot, sondern darüber hinaus auch noch kriminell ist. Geschäftspartner, Feinde, gruselige Typen greifen Emmys Familie an und schießen sogar auf ihre Mutter. Bald ist klar, dass die Kerle vor nichts zurückscheuen und Emmy landet mit ihrer Familie im Zeugenschutzprogramm, mitten in der Pampa. Mir war Emmy immer wieder zu jung. Klar steht sie unter Schock, als einiges passiert, aber manche ihrer Gedanken sind schon etwas arg naiv, wenn nicht sogar komplett weltfremd. Ich kann gut verstehen, wie hart das alles für Emmy ist, wobei ich manches auch nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, warum Emmy nicht ihr Abi machen kann, das LKA macht doch so schon einiges möglich, da könnten die ja auch in einem videoüberwachten Raum oder einem überwachten Verhörraum die Abi-Klausuren ermöglichen. Aber nein, stattdessen muss sie das ganze Schuljahr wiederholen, was ich ziemlich krass fand. Klar, selbst mit Abi hätte sie dieses Jahr nicht studieren können, aber es hätte ja als Wartejahr für den NC zählen können. Dann wäre es nicht komplett verloren gewesen. So wirkte das auf mich etwas zu einseitig negativ auf Emmy gemünzt. Mir ging in diesem Buch vieles zu schnell. Vieles entwickelt sich zu rasant, ohne wirklich die Schritte auf dem Weg dahin zu gehen, die ich erwartet hätte. Zudem war einiges zu offensichtlich und direkt zu erraten, was ich echt schade fand, weil dadurch Emmy nur noch naiver und kurzsichtiger rüberkam. Für mich war zu viel in diesem Buch unlogisch. Es fing schon damit an, dass Emmy und ihre Oma nach dem Überfall nicht unter Polizeischutz gestellt werden. Es hätte ja wenigstens jemand das Haus beobachten müssen. Logik und so. Dann das Zeugenschutzprogramm. Dabei geht es ja darum, an einem fremden Ort neu anzufangen. Warum sollte man dafür den Ort auswählen, an dem Emmys Oma aufgewachsen ist? Sowas lässt sich doch herausfinden. Vor allem, weil ja noch einige Leute dort leben, die sie von damals kennen. Das fand ich komplett unverständlich. Die Liebesgeschichte ging mir zu schnell und ich konnte sie leider nicht fühlen. Das war eher ein Quell für Teenie-Drama als für tiefe Gefühle. Ich hatte meine Probleme mit Emmy. Was ich aber schade fand, war, wie alles ungerecht zu ihren Lasten lief. Zum einen ihre Mutter, die ständig Versager anschleppte, aber nie auf ihre Tochter hören wollte, beziehungsweise deren Meinung über die Männer stets ignorierte. Das wäre nachvollziehbar, wenn Emmy sie per se ablehnen würde. Wenn sie prinzipiell dagegen wäre, dass ihre Mutter Dates hat. Aber das ist sie nicht. Es wird nur so hingebogen, dass Emmy unreif wirkt, wenn sie etwas dagegen sagt. Ihre Oma und ihre Mutter bekommen ihre Träume verwirklicht durch den Zeugenschutz. Bloß Emmy geht leer aus. Im Gegenteil, sie bekommt sogar noch ständig eins reingewirkt.
Verständlich, dass sie dann nicht gerade allzu happy über die Herren vom LKA ist. Aber immer wird es so hingestellt, als sei Emmy das einzige Sicherheitsrisiko für ihre Familie, was einfach nicht stimmt. Obwohl sie einige dumme Entscheidungen trifft. Das muss man ihr lassen. Leider war das Buch nicht meins. Ich fand zu viel unlogisch, konnte praktisch alles direkt erraten und hatte meine Probleme mit den Charakteren. Am sympathischsten war mir Emmys Omi. Die war wirklich ein Knaller. Einiges ging mir zu schnell. Ich konnte zum Beispiel die Liebesgeschichte nicht fühlen. Und insgesamt war mir die Geschichte zu konstruiert, mit zu vielen Löchern. Mir war die Protagonistin zudem viel zu jung im Kopf. Auf mich wirkte sie eher wie 13 als wie 17. Von mir bekommt das Buch 2 Sterne, wenn ein paar spannende Szenen dabei waren. Aber insgesamt war mir zu viel zu unlogisch. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!